Wenn man mit Isotopen arbeitet und mit der Notation von Isotopen, Berechnung, Verteilung von Isotopenverhältnissen zwischen zwei Phasen, begegnet man immer wieder einer Näherung. Und in dieser Näherung heißt es dann, dass A minus 1 ungefähr das gleiche sei wie der natürliche Logarithmus von A. Ein Beispiel wäre, bei dem es häufig auftaucht, dass Fraktionierungsfaktor Alpha minus 1 ist Delta A minus Delta B oder eben der natürliche Logarithmus vom Fraktionierungsfaktor Alpha ist Delta A minus Delta B. Und hier hätte man dann diese Näherung, wo man sagt, das ist in etwa gleich. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist das gleich? Das sieht an sich erstmal relativ verschieden aus. Zusätzlich gibt es nicht nur diese Schreibweise der Näherung, sondern man findet auch A ist ungefähr natürlicher Logarithmus von A plus 1. Das scheint einigermaßen klar. Hier wird die 1 auf die Seite gezogen. Dann gibt es aber auch noch A ist ungefähr natürlicher Logarithmus von A plus 1 in der Klammer drin. Und hier ist nicht mehr ganz so offensichtlich, denn das hier funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Man kann nicht einfach diese 1 hier in diese Klammer reinsetzen. Und um diese Beziehung ein wenig zu verstehen, möchte ich das Ganze mal in einem Plot darstellen. Dazu habe ich hier zunächst mal einen Mathematiker aufgerufen und fange an, hier einen Plot zu schreiben. Zunächst einfach von diesem a minus 1, dann gebe ich an, dass a die Variable ist und die Variable soll verändert werden von minus 2 bis plus 2. Und dann steche ich es da und bekomme so eine lineare Beziehung. Ist klar, dass die a minus 1 Funktion. Jetzt soll diese Funktion ja das gleiche sein wie der natürliche Logarithmus von a. Und der natürliche Logarithmus wird hier als log geschrieben, das ist aber der natürliche Logarithmus. Dann plotte ich die Funktion mit rein und man sieht zunächst mal, dass die sehr unterschiedlich sind, aber auch, dass es einen gewissen Überlappungsbereich gibt. Und zwar rund um den Wert a, also auf der x-Achse, a gleich 1. Und deshalb hänge ich das mal etwas ein auf nur 0,9 und 1,1 auf der x-Achse. Und dann kann ich hier sehen, dass diese beiden Funktionen wirklich sehr nah beieinander sind. Und genau das ist damit gemeint. Also wenn man diese Näherung macht, sagt man, dass hier zwei Funktionen sind und der Funktionswert, also der y-Wert dieser beiden Funktionen, ist in diesem Wertebereich von 0,9 bis 1,1 ziemlich ähnlich. Das ist, was mit dieser Näherung gemeint ist. Es ist natürlich ziemlich ähnlich so eine Sache. Bei Isotopen schaut man oftmals sehr geringe Unterschiede an oder beim Fraktionierungsfaktor. Die sind auch sehr klein, die sind immer rund um 1 ungefähr. Und dann ist wahrscheinlich so eine Näherung möglich. Man kann sich das auch mal im Detail anschauen. Man kann hingehen und sagen, man zieht mal hier vorne a minus 1 und davon zieht man diese Funktion ab. Und dann sieht man, dass der Unterschied ist zwischen den beiden. Also der geht bis maximal, wenn man diesen Wertebereich nimmt, 0,9 bis 1,1, dann ist der Unterschied zwischen den beiden Funktionen maximal ungefähr 0,005. Und da muss man sich selbst die Frage stellen, ist das so ein kleiner Unterschied, dass es egal ist und dann kann ich die Näherung eventuell benutzen, wenn die für irgendwelche Rechnung praktisch ist, oder spielt dieser Unterschied eine Rolle, dann darf ich die Näherung natürlich nicht benutzen. Und oftmals ist man auch nicht zwischen 0,9 und 1,1, sondern in einem sehr viel kleineren Bereich hier und liegt dann vielleicht nur noch bei einem Unterschied zwischen beiden Funktionen von 0,01. Also das ist auch sehr auf die Fragestellung betrachtet, ob man diese Näherung machen kann oder nicht. Jetzt gab es aber nicht nur diese erste Näherung, also die hier, und ich mache das nochmal größer, um das etwas besser zu illustrieren. Es gab ja nicht nur diese Näherung, sondern es hieß auch, ja, das Ganze ist auch das Gleiche, wenn man hier macht a, Logarithmus a plus 1, und das war auch erstmal klar, weil man es einfach so umstellen kann. Und dann guckt man sich diesen Plot an und was man sieht, ist, dass die Gerade hier verschoben ist. Hier geht sie bei x gleich 0 geht sie durch minus 1, hier geht sie durch 0, weil der a keinen Achsenabschnitt mehr hat. Und auch die Logarithmusfunktion ist einfach verschoben. Und was ist jetzt bei dem dritten, was jetzt nicht ganz so offensichtlich war? A ist gleich und dann a plus 1 hier in der Klammer. Und die Sache ist, dass die Logarithmusfunktion dann anders verschoben ist. Die Logarithmusfunktion fängt ja hier an und einmal ist sie nach oben verschoben und einmal kann man sie nach links verschieben. Und das ist der Fall, wenn jetzt hier a ist, dann kann man sie von hier einmal nach oben verschieben. Das wäre, wenn man dann hinter den Logarithmus das plus 1 schreibt. Oder sie ist nach links verschoben, das ist, wenn man in die Klammer das plus 1 schreibt.
Und deshalb sind diese ganzen Sachen hier äquivalent. Also a minus 1 ist gleich log a. A ist gleich log a plus 1 und a ist gleich log und dann von a plus 1. Und das ist wie diese Näherung a minus 1 ist gleich natürlicher Logarithmus von a funktioniert. Wie gesagt, man muss immer aufpassen, ob man diese Näherung für den speziellen Fall verwenden kann. Bei den meisten Dingen, wenn es um Isotope geht, ist das in Ordnung.